Bevor wir jetzt vergessen, wie die Mathematik funktioniert, schauen wir uns doch vielleicht noch ein paar Sachen an, die wir brauchen werden. Also dann viel Spaß damit. Die binomischen Formeln haben wir ja nicht einfach nur so gelernt, sondern um sie da jetzt anzuwenden. Jetzt habe ich zum Beispiel zwei Brüche. Und sucht den gemeinsamen Nenner. Und wer da jetzt ein gutes Auge hat, der erkennt sofort, schau, beim zweiten, der erste heißt x minus 2. Und der zweite, wenn ich das jetzt mit der binomischen Formel bearbeite, das war doch x minus 2 mal x plus 2. Das, was im zweiten, was da zweimal vorhanden ist, gleich, kann ich anstreichen und den Rest durchmultiplizieren. Das heißt, der gemeinsame Nenner ist jetzt x minus 2 mal x plus 2. Wenn ich das da herüben mir anschaue, x minus 2 mal x plus 2, das x minus 2 ist ja schon da. Das, was noch fehlt, ist das x plus 2. Und da x Quadrat minus 4, das ist ja nichts anderes als wie das, was da der gemeinsame Nenner ist. Das bleibt einfach so. Gewonnen. Da mit der binomischen Formel, da machen wir gleich noch ein Beispiel. Da hätten wir zum Beispiel 2 durch a plus b, 4 durch a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Dann schauen wir das wieder an. Erster Nenner, a plus b. Der zweite, da erinnere ich mich sofort an diese binomische Formel, die sehe ich ja da förmlich schon. Das war ja nichts anderes als wie a plus b zum Quadrat. Und das kann ich ja so schreiben: a, jetzt schreibe ich aus dem Bild aus, gell? A plus b mal a plus b. Das kommt da auch vor. Kann ich streichen. Und der Hauptnenner ist jetzt einfach die Multiplikation von den anderen Faktoren. Also a plus b mal a plus b. Ist ja nichts anderes als wie a plus b zum Quadrat. Wieder zurück. Also a plus b zum Quadrat, den Zweier habe ich da. A plus b zum Quadrat, den Vierer habe ich da. Das ist ja das gleiche wie das, also fehlt mir da nichts. Und damit es da aus dem der da wird, fehlt einfach a plus b. Und wenn ich das ausmultipliziere, dann steht da 2a plus 2b, a plus b zum Quadrat. 4a plus b zum Quadrat.